Um eine Lehrveranstaltung im Internet live zu übertragen, kann man das DFN WebConf verwenden. Um die Seite und das Tool zu starten, gibt man im Browser einfach die Adresse ein, webconf.vcdfn.de, und auf diese Eingangsseite, hier kann man entweder seinen Account eingeben oder, wenn man sich noch nie angemeldet hat bei DFN, kann man über diesen Knopf Anmeldung über DFN AAI die Hochschule auswählen. Beispiel Augsburg eingeben, dann kann ich hier die Hochschule Augsburg auswählen und dann landet man auf dieser Seite. Bei mir ist jetzt hier eine Konferenz schon angegeben, die ist aber nicht von mir erstellt. Wenn ich hier erstellt von mir auswähle, ist das Ganze leer, hier ist nichts. So, ich erstelle eine neue Konferenz, drücke hier oben auf Erstellen. Ich möchte ein Meeting erzeugen, da drücke ich drauf, gebe dem Meeting einen Namen, zum Beispiel Lesung Sommersemester 20, und das ist auch der Titel, den ich hier als Link vergeben möchte. Muss man ein bisschen Glück haben, dass es den noch nicht gibt. Ich wähle jetzt die aktuelle Anfangszeit, eine Dauer von einer Stunde reicht jetzt zum Ausprobieren. Beim Zugriff klicke ich hier alle Personen an, die URL haben, die kann man dann per Moodle an die Studierenden verteilen, und Passcode möchte ich keinen haben. Außerdem kann ich dann auf Weiter fertigstellen dann klicken. Das mache ich jetzt mal hier. So, hat funktioniert. Die URL gibt es noch nicht. Die wird hier angezeigt, und wenn ich da jetzt draufklicke, beziehungsweise hier unten auf Meetingraum betreten, dann bietet mir das Tool an, Adobe Connect zu öffnen. Das mache ich. Habe ich vorher installiert, das hat er mir vorgeschlagen. Und dann wird dieser Meetingraum hier geöffnet, die man mit verschiedenen Layouts konfigurieren kann. Das Wichtigste für mich ist, ich sehe hier eine Liste von Teilnehmern. Leider ist die Beschränkung momentan bei 200. Für extrem große Veranstaltungen wird es schwierig mit Adobe Connect. Aber für die üblichen Veranstaltungen bei uns an der Hochschule müsste es eigentlich funktionieren. Ich kann hier Meldungen eingeben. Die Teilnehmer auch, die können sich hier per Chat zu Wort melden, schriftlich. Man kann sich als Teilnehmer richtig melden. Hier oben ist so ein Meldeknopf. Da kann ich kann mich selber melden sozusagen. Und dann kann ich das Mikrofon freigeben von demjenigen, der sich da gemeldet hat. Und der kann dann auch zum Beispiel auch was sagen. Die wichtigste Funktion in dieser Konferenz für mich ist, den Bildschirm freizugeben, meinen Bildschirm, sodass die Studierenden sehen, was ich auf dem Bildschirm so treibe. Und ich kann den kompletten Desktop freigeben, ich kann aber auch ein spezielles Fenster freigeben, wenn ich jetzt sage, ich habe eine bestimmte Applikation, zum Beispiel eine Präsentation oder ein Programm, mit dem ich Mitschriften generiere, dann kann ich nur speziell dieses Fenster freigeben. Ich gebe jetzt hier mal den ganzen Bildschirm frei. In dieser Konferenz können die Studierenden, die sich jetzt hier verbunden haben, meinen Bildschirm und alles, was ich da drauf mache, mit beobachten. Das kann man über jedes beliebige mobile Endgerät machen. Das kann ein Mobiltelefon sein, das kann ein Tablet sein. Kann natürlich auch ein Rechner sein im Browser. Wenn die diese URL haben, können sie das sehen und können sie damit spielen. Ja, das ist es im Wesentlichen zum Einstieg.